So, hier haben wir jetzt einen Renault 4 CVR 1062 Sport vom Baujahr 52, der seit 25 Jahren im Familienbesitz, selbst restauriert. Zur Fahrzeughistorie sei gesagt, der 4CV begann bereits im Zweiten Weltkrieg während der deutschen Besetzung eines kleinen Entwicklungsteams bei Renault. So, hier haben wir zum ersten Mal während der Rallye ein Auto mit Doppelnummernschild, weil wir zu einem Fahrzeug, was auch gemeldet war, was aber leider ausgefallen ist, dann die Teams einfach zusammengepackt haben. Was wir jetzt hier sehen, ist ein Ford A Phaeton von 1928 mit 40 PS und 3,3 Liter. Sie sind Zweiter der Klasse 1/2022 geworden. Und das Modell A gab es in vielen Versionen, auch als viersitziges Cabriolet, als Sedan, als Beten oder die Baujahre 28, 29 und 30, 31 unterscheiden sich zwar optisch, aber wir haben hier einen, wie gesagt, aus den 28er Jahren. Und nächstes Jahr vielleicht haben wir dann das zweite Fahrzeug dann auch hier. Ja? Jetzt haben wir einen Volvo PV544. Manche wären ja nicht stolz, aber der Wagen ist stolz auf seinen Nachnamen, nämlich Buckel-Volvo. Der Volvo PV544 ist ein Personenkraftwagen des schwedischen Herstellers Volvo und wurde ab 1958 als Nachfolger des ersten Buckel-Volvos PV444 produziert. Die Produktion endete nach 243.000 gebauten Wagen 1965. Belus von 1982 mit 126 PS. Er wurde von, ja, nö. Baujahr 1976, 69 PS. Der Spitfire MK 4500 wurde von 1974 bis 1980 produziert. In Deutschland waren 2014 rund 3200 Spitfire noch zugelassen. Und dieses Fahrzeug wurde um die Jahrtausendwende von einem Essener Kfz-Händler grundlegend restauriert. So, hier haben wir jetzt ein Honda S800 Cabrio von 1970 mit 67 PS bei 800 Kubik. Der Wagen ist seit 1974 in seinem Besitz, von 2012 bis 2019 komplett neu restauriert. Alle, wirklich alle Teile neu aufgebaut oder erneuert. Tacho auf Null, alles Wiederzulassung am 25.07.2019. Wieder bin ich drauf, steht die drauf. So, hier haben wir jetzt ein BMW 501 82,6. Diese PKWs waren die Oberklasse von BMW. Sie wurden von 52 bis 64 gebaut
und sind wegen ihrer geschwungenen Linienführung als Barockengel bekannt. Der Typ 501 war der erste BMW-PKW aus München, weil alle vorherigen in Eisenach hergestellt wurden. Das stimmt genau. So, hier haben wir jetzt die Nummer, Startnummer 23, ein MGA 1500 von 1956 mit 72 PS. Die Erstzulassung erfolgte in Kalifornien, USA, dann kam er über Belgien im Besitz des jetzigen Fahrers. Warte mal, Augenblick. So, das Auto lässt von Geburt an nach hier die weiteste Reise haben, denn hier kommt aus Brasilien. Baujahr ist 1986 und er hat einen deutschen 50 PS Motor verbaut. In Deutschland wurde der T1 bereits 1967 zum T2 umgewechselt und umgenannt. In Brasilien wurde dagegen noch bis März 1976 der T1 weiter produziert und verbaut. Der Auto hört man schon. Das Auto ist ein Raschka Regina. Das hört man der Hupe auch. Grüßt immer freundlich. Das Fahrzeug wurde 2 Jahre restauriert und befindet sich im Originalzustand. Einmalig kann man sagen in Deutschland und Gott sei Dank bei unserer Rallye dabei. Und ich hoffe auch die nächsten Jahre auch weiter. So, die Nummer 37 ist ein Chevrolet Corvette C4, Baujahr 1991, 248 PS und eigentlich heute vom Benzinvolumen fast unmöglich und unglaubbar 5,7 Liter. Die Corvette C4 wurde von Frühjahr 1983 bis Ende 1976 als vierte Generation, deshalb auch das C4, gebaut. So, die 29, ein Opel GT A-L, Baujahr 1971, 90 PS, 1865 Kubik. Charakterisch für den Opel GT sind die weit in das Dach hineingezogenen Türausschnitte, Kotflügelschwünge und die Klappscheinwerfer. Mehr als die Hälfte der Gesamtproduktion, nämlich von 103.000 Stück wurden alleine 70.000 nach Amerika verschickt. Mache nicht zu oft hier. Ja? So, hier haben wir ein Alfa Romeo Spider Veloce von mit der Nummer 43. War das jetzt Beifall oder so ein leichtes Hupen? Ja, der Spider in US-Ausstattung mit Klimaanlage, Fensterheber, Katalysator. Erstzulassung erfolgt in Deutschland. Das Fahrzeug befindet sich weitestgehend im unrestaurierten Originalzustand wie nach Auslieferung 1986. Wir haben auch einige Unterlagen zur Historie, vor allen Dingen auch ein Duplikat des ersten Kaufvertrags vorhanden, sodass man das Fahrzeug von der Historie auch schön nachvollziehen kann. Jetzt dürft ihr nochmal rufen. Ja. So, hier haben wir ein 75 PS mit 1200 Kubik. Der NSU Prinz ist ein Automodell der NSU Motorenwerke AG und wurde in verschiedenen Varianten von 78 bis 78 bis 73 gebaut.
1963 stellte NSU sein erstes Modell mit Vierzylindermotor vor und 1965 wurde der Brenz 1000 PP an die Seite gestellt. So, meine Damen und Herren, ich denke mal, jetzt stellen wir Ihnen ein ganz besonderes Fahrzeug vor. Zurück in die Zukunft ist jedem ein Begriff und wir haben hier ein wunderschönes Fahrzeug. Und ich denke einfach mal, der Besitzer erzählt jetzt mal ein bisschen zu diesem Fahrzeug. Der kann das wesentlich besser. Wir müssen ja immer ablesen, aber er kennt sein Auto in- und auswendig. Herr Böbel, dann lassen Sie mal hören zu Ihrem Auto. Ja. Hallo erstmal. Der Wagen ist 1981er Baujahr. Ist aus Edelstahl und nicht aus Aluminium, wie heute immer wieder einer zum Besten gegeben hat. Und besonders an dem Fahrzeug ist es, dass es ein Automatikwagen. Da könnt ihr euch dann nächste Tage sehen bei YouTube, der Sportler. Oder den bei YouTube eingeben, Essen Stehle, 35. Fahrzeuge sind ja weltweit verkauft worden, aber eine bestimmte Anzahl von Autos sind direkt nach Dubai gebracht worden. Die sind also nicht über einen Händler oder sonst irgendwas gegangen. Aber das ist ja noch sozusagen und von da aus hat der meine mittlere Jugend. Mir gefunden und seit 22 Jahren fahre ich den jetzt immer noch begeistert. Ja, ja. Der Wagen hat 136 PS. Ja, ich selbst bin Jahrgang 42. Keine Männer, aber brauchen wir nicht. Etwas länger, ja. So, hier haben wir die Startnummer 33, ein Porsche. Willst du mich unterbrechen, fange ich nochmal neu wieder an. Es dauert für euch nur länger. So, also die Startnummer 33, ein Porsche 911 Targa SC, Baujahr 1982, 180 PS und 2,9 Liter. Der Porsche 911, kurz auch 911er oder 11er genannt, ist der bekannteste Sportwagen von Porsche und ist eigentlich, wie auch für mich, eigentlich der Inbegriff der Marke Porsche. Der erste Porsche wurde 911er wurde am 12. September 1963 auf der IAA in Frankfurt vorgestellt. Der Wagen ist ein typischer 2+2-Sitzer mit zwei Sitzen für jemanden, den man hinten reinzwingt. Angetrieben wird er von einem 6-Zylinder-Boxermotor im Heck. Mit der Heckmotorbauweise führt der 911 ein klassisches Konstruktionsprinzip fort, das sich bereits bei früheren Porsche-Entwicklungen findet. Jetzt dürft ihr wieder...